Hallo, heute möchte ich euch meine Foundation-Routine vorstellen. Ich habe relativ trockene Haut, die aber im Verlauf des Tages dazu neigt, vor allem an der Nase oder an anderen Gesichtsstellen schuppig zu werden, auch sehr trocken. Dadurch verschiebt sich das ganze Make-up irgendwie ganz komisch. Ich möchte euch jetzt eine Foundation-Routine zeigen, mit der ich das relativ gut in den Griff bekomme. Ich habe weder diese schuppigen Stellen im Gesicht, noch wird das Ganze im Laufe des Tages extrem fettig. So, hier bin ich wieder ungeschminkt, wie ihr seht. Ich schminke immer, bevor ich meine Foundation auftrage, meine Augen, damit später nicht Krümel vom Lidschatten oder von der Mascara hier runterfallen und dann schwarze Streifen hinterlassen. Deshalb sind meine Augen schon geschminkt. Bevor ich meine Foundation auftrage, bereite ich meine Haut darauf immer vor. Da ich ja wie gesagt relativ trockene Haut habe, bilden sich beim Make-up oft kleine Schüppchen, vor allem auf der Nase oder im Mundbereich, manchmal auch auf der Stirn. Und deshalb peele ich meine Haut vor dem Auftragen immer mit den Balea Reinigungstüchern. Die gibt es für ungefähr 1,50 Euro beim DM zum Beispiel. Ich finde, die sind ziemlich gut, vor allem für den kleinen Preis. Ich finde, da muss man nicht mehr ausgeben. Die Tücher an sich sind einfach ganz normale Reinigungstücher. Die haben so ein bisschen eine leichte Struktur. Und damit peele ich dann sozusagen die Hautschüppchen vorher ab. Und da halt eben auch Pflegemittel hier drin sind, wird das Ganze einfach ein bisschen gepflegter und die Hautschüppchen werden leicht abgepeelt. Und damit reibe ich dann meine Haut ab, bevor ich irgendwelche Foundation, irgendwelche Cremes auftrage. Meine Nase wird jetzt schön rot. Ich würde euch empfehlen, das vor allem in den Bereichen zu machen, wo eben zu Schüppchen trockene Haut neigt. Und die anderen Stellen, hier habe ich zum Beispiel wenig trockene Haut, nicht unbedingt zusätzlich zu reizen. So, das Kosmetiktuch behalte ich noch ein bisschen hier, um später eventuell irgendwelche Patzer auszubessern. Dann beginne ich mit der Dramatically Different Moisturizing Lotion von Clinique. Die ist relativ teuer, für 50 ml ungefähr 25 Euro. Die habe ich mir jetzt erstmal bei Kleiderkreisel für ein bisschen weniger gekauft, um die zu testen. Bisher finde ich die ziemlich gut, deshalb benutze ich die jetzt auch einfach mal. Das ist halt eine relativ dünnflüssige Creme, fast schon ein Gel. Und das trage ich dann auf an den Stellen, wo ich zu trockener Haut neige. Das kann auch ruhig ein bisschen weniger sein, weil die doch relativ stark ist. Dadurch wird halt der Haut sehr viel Feuchtigkeit gespendet. Ich finde auch diese kleinen Schüppchen, von denen ich geredet habe, werden dadurch auch nochmal reduziert. Und das ist halt für mich meine Vorbereitung auf meine eigentliche Creme. Und zwar die Cold Cream von Weleda. Die gibt es für ungefähr 7 bis 8 Euro im DM auch. Da habe ich sie zumindest her. Das ist eigentlich eine Creme für den Winter, weil man da halt besonders trockene Haut hat. Ich benutze die jetzt auch noch im Frühjahr. Die ist mit Bienenwachs für trockene bis sehr trockene Haut, also natürlich gut geeignet. Und sie ist relativ dick, wie ihr seht. Und auch relativ fettig, aber durch das Make-up wird das nachher wieder ausgeglichen, wie ich finde. Und das Gesicht wirkt dann am Ende nicht unbedingt fettig. Die trage ich auch im ganzen Gesicht auf. Ich massiere das ruhig so ein bisschen ein. So, jetzt bin ich relativ rot vom Eincremen und glänze auch ziemlich. Aber das wird natürlich mit der Foundation gleich wieder weggemacht. Jetzt warte ich immer, dass die Creme einziehen kann. So ungefähr 10 Minuten, dass halt schon so ein bisschen die Creme in mein Gesicht eingezogen ist. So, bei mir ist jetzt die Creme gut eingezogen. Natürlich ein bisschen was sieht man noch, dass eben eine relativ reichhaltige und fettige Creme ist, die aber keine Pickelschübe hervorruft. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht mehr oder weniger passiert als mit anderen Cremes auch. Auch wenn man natürlich manchmal denkt, dass so fettige Cremes die Haut mir zu Pickeln neigen lässt. Das war bei mir aber nicht der Fall.
Ich benutze zum Auftragen des Make-ups das Make-up-Eye. Ich finde das bei trockener Haut wirklich richtig gut. Ich finde da einen richtig großen Unterschied zum Auftragen mit Fingern oder zum Auftragen mit Pinseln. Und bei Pinseln hatte ich es ganz häufig, dass halt die Haut richtig trocken dadurch wurde, dass man Streifen gesehen hat, diese Hautstückchen wieder hervorkamen. Und das passiert hierbei gar nicht. Mit Fingern verschmilzt das Make-up nicht wirklich mit der Haut. Da wird was bei mir irgendwann fettig, obwohl ich eigentlich trockene Haut habe. Ja, das ist dann irgendwie kontraproduktiv, wenn beides da ist. Ich habe eins gekauft von Ebeline. Das hat ungefähr 3 bis 4 Euro gekostet, meine ich. Es gibt auch eins von Essence, der soll aber nicht so gut sein. Ich habe mich jetzt für den hier entschieden. Den Original Beauty Blender habe ich mir nicht gekauft, habe ich auch noch nicht getestet. Ich bin hiermit eigentlich ziemlich zufrieden. Deshalb kann ich euch den nur empfehlen, zumindest zum Testen, ob das was für euch ist. Und dann mische ich mir mein Make-up aus 2 verschiedenen. Zwar einmal aus dem Maybelline Fit Me Make-up. Das kostet ungefähr 10 Euro. Ist auch erhältlich bei Rossmann und DM. DM weiß ich gerade gar nicht. Bei Rossmann habe ich meins gekauft. Ich benutze das in der hellsten Farbe. 120. Zumindest war es die hellste, die da ist. Das ist mir ein bisschen zu dunkel. Aber ich finde den Unterton ganz gut. Das ist relativ gelb. Das passt ganz gut zu meiner Haut. Und ich mische das mit der BB Cream von Misha. Die habe ich bei eBay gekauft. Aus China oder Japan. Die ist ziemlich gut, finde ich. Vor allem, da sie halt nicht mit den deutschen BB-Creams zu vergleichen ist. Da gibt es auch richtig helle Töne. Für die unter euch, die ziemlich helle Haut haben, ist das bestimmt was. Die hat ungefähr 10 bis 12 Euro gekostet. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Das variiert auch zwischen den Online-Shops. Ja, die BB-Cream. Drücke ich das mal hier auf. Ist bei mir fast leer. Ich habe jetzt den hellsten Ton, glaube ich, Nummer 13. Der ist wirklich ziemlich hell, für mich ein bisschen zu hell. Aber da ich das mit dem zu dunklen Make-up mische, wird das dann natürlich am Ende eine Mischung. So. Das Fit Me Make-up ist ziemlich dünnflüssig. Das ist schon, es läuft schon ein bisschen runter. Ich finde das eigentlich ziemlich gut bei trockener Haut, muss ich sagen. Ich vermische die beiden nicht mal. Ich mache hier so 2 Kleckse ungefähr gleich groß nebeneinander. Da muss man natürlich schauen, wie das zur eigenen Hautfarbe passt. Und dann gehe ich mit dem Make-up-Eye Beauty Blender leicht hier rein, nehme von beiden Farben ungefähr gleich viel und fange an, das in meinem Gesicht zu verteilen. Ich benutze da so leichte Tupfbewegungen und reibe das nicht ein, so eine Tupfe. Und ich finde, vor allem dadurch wird die Haut nicht zusätzlich wieder trockener gemacht. Die Hautstückchen werden nicht aufgerieben. Und das Make-up wird richtig schön in die einzelnen Poren verteilt. Was ich noch vergessen habe zu sagen, den Beauty Blender sollte man vorher anfeuchten. Dann wird halt nicht so viel Make-up in diesen Schwamm aufgezogen. Es wird einfach besser verteilt, auch die Verteilung an sich funktioniert viel schöner und besser. Diese beiden erbsengroßen Flecke reichen bei mir für Stirn, Kinn, diese T-Zone einfach. Und dann benutze ich nochmal die gleiche Menge für meine Wangen. Nochmal die gleiche Menge. Gehe auch wieder rein und beginne das auf meinen Wangen zu verteilen. Meine Haut ist sehr ziemlich trocken und trotzdem neigt sie irgendwie dazu, im Verlauf des Tages fertig zu werden, vor allem hier in diesem Bereich, wo meine Poren auch etwas größer sind. Und ich habe da halt so mitbekommen, es ist einfach besser, wenn ich weniger Make-up benutze, denn umso mehr Make-up ich mir drauf klatsche, umso stärker wird die Haut später fettig. Das Make-up verschwimmt komisch in den Poren, um den Poren. Und deshalb benutze ich einfach so wenig Make-up wie möglich. Versuche natürlich, alles abzudecken, aber hier sieht man zum Beispiel so ein paar Narben von alten Pickeln. Und die kann ich einfach nicht ganz abdecken, ohne dass das Make-up irgendwann so
ganz fettig und eklig wird. Dann nehme ich das jetzt halt in Kauf, dass man so ein bisschen was sieht. Da muss man halt vielleicht auch selber für sich entscheiden, was einem wichtiger ist. Ich versuche das Ganze immer richtig schön einzuarbeiten. Und umso besser ich das einarbeite, umso besser hält das Ganze auch am Ende. Die Rötungen in meinem Gesicht sind ausgeglichen. Natürlich jetzt nicht komplett, da ich relativ wenig Make-up habe. Aber ich finde, es sieht einfach gleichmäßiger aus, schöner aus und trotzdem noch natürlich. Eventuell könnte man jetzt auch einen Concealer benutzen. Ich mache das für ein normales Tages-Make-up mittlerweile gar nicht mehr. Und gebe mich damit zufrieden, was jetzt so an Deckkraft da ist. Ich lasse das Ganze einfach noch ein bisschen einwirken. Ich mache es jetzt mal kurz und benutze direkt weiter mein nächstes Produkt. Und zwar ist das von The Body Shop. Das All-in-One Face Base in einem hellsten Ton. Das ist kein Puder im eigentlichen Sinne, das ist schon fast mehr ein Make-up. Und mir gefällt halt, dass dadurch die Haut mattiert wird und noch ein bisschen mehr abgedeckt wird. Das nehme ich auch einfach mit dem Make-up-Eye auf und tupfe das Ganze auch nochmal wie das Make-up vorher leicht in mein Gesicht. So, das war es jetzt auch eigentlich. Dieses Make-up, diese Foundation benutze ich vor allem im Frühling, wenn die Luft halt ja, relativ angenehm ist, nicht zu kalt, nicht zu heiß, nicht zu feucht. Eventuell im Sommer würde ich dann noch ein anderes Puder nehmen. So, das war dann auch meine Foundation-Routine für den Frühling, für trockene Haut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Kommentare abgibt, mir vielleicht Kritik gebt. Oder auch sagt, was ihr euch vielleicht beim nächsten Mal wünscht. Und ich hoffe, wir sehen uns jetzt mal wieder.